Der erste Teil ist die mentale Vorbereitung, also was muss ich im Kopf machen, damit ich bereit bin für die Zeit, die nach der Oberstufe kommt. Das ist der längste und wichtigste Teil. Und dann natürlich auch Thema Bewerben, Vorstellungsgespräche, so No-Gos, auf was schauen die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Es zwingt dich niemand. Es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst eine Lehre machen. Es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst eine Kante gehen. Es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst einen Beruf lernen. No way. Sie sind sich, glaube ich, oftmals nicht bewusst, was Social Media für einen hohen Stellenwert hat heute, auch für die Firmen. Also, dass die Firmen gehen schauen. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist und was ich auch immer wieder merke, einfach so die Eigenverantwortung. Ich muss sagen, hey, Motivation kommt nicht aus dem Fernsehen, nicht aus YouTube, sondern Motivation und Freude und Begeisterung, das kommt von mir. Ein Workshop Fit für die Lehre führen wir durch, um Oberstufenschüler zu motivieren, auch die Berufslehre in Betracht zu ziehen für den Einstieg ins Berufsleben. Das unter dem Grund, dass immer mehr Schüler an die Kantonsschule wenden und auf der anderen Seite durch die demografische Entwicklung immer weniger Schüler aus der Schule kommen. Und dadurch ist es nicht mehr möglich, alle Lehrstellen qualifiziert zu besetzen. Swisserland und die Förderstiftung Polaris unterstützen die duale Berufsbildung, weil dank praktischen Erfahrungen verbunden mit theoretischen Kenntnissen stehen dem nachher im Detailhandel sämtliche Türen offen mit entsprechenden Weiterbildungen. Ich weiss jetzt, wie ich mich präsentieren sollte und wie ich dort auftreten sollte. Ich habe gemerkt, dass es ziemlich motiviert war und uns wirklich etwas beibringen wollte. Es bringt, glaube ich, allen Kindern etwas, Tipps von Profis überkriegen, dass man besser Lehrstellen bekommt.